das thailändische Alphabet online lernen. Ich freue mich, dass du auch bei diesem Video wieder reinschaltest. Im letzten Video hast du bereits Korkai gelernt, ja? Dieser Buchstabe entspricht einem K und gehört der hohen Konsonantenklasse an. In diesem Video lernen wir ein anderes K, nämlich Korkai, ja? Korkai, beides im mittleren Ton ausgesprochen. Korkai ist ein Konsonant der niedrigen Konsonantenklasse, deswegen stellen wir ihn mit der blauen Farbe dar. Schreib ruhig gern mit einem Zettel und einem Stift, so kannst du es dir üben und so macht Thailand wirklich gleich viel mehr Spaß. Anfangen tun wir in der Mitte mit einem Kreis gegen den Uhrzeigersinn. Sieht dann so aus, ja, ganz simpel, der Kreis. Wichtig, wie gesagt, hier auf der linken Seite anfangen und gegen den Uhrzeigersinn den Kreis zeichnen. Denn mit dieser Bewegung gegen den Uhrzeigersinn gehen wir dann hier in einer Linie so leicht schräg nach unten. Ja, so sollte es ungefähr aussehen. Dann gehen wir hier nach oben im nächsten Schritt, machen einen Bogen und gehen wieder nach unten, sodass diese Linien hier unten auf einer Höhe sind. Ja, ich wiederhole es nochmal. Oh, jetzt hat der Stift runtergefallen. Also, wir machen hier den Kreis gegen den Uhrzeigersinn, dann hier links nach unten, dann direkt wieder nach oben, den Bogen, um dann hier unten wieder abzuschließen. Ja? So wird der Buchstabe Korkai geschrieben. Auch hier natürlich, in diesem Video will ich dir die Lautschrift mit dazugeben. Also erstmal die Linie für den mittleren Ton. Kor, ja? Kor, mittlerer Ton. Und Quai, ebenfalls im mittleren Ton ausgesprochen. Korkai. Ja? Ich schreibe es nochmal dazu, das ist ebenfalls hier ein K. Korkai. Auch dieser Buchstabe, wie natürlich auch so viele andere, sind im Thailändischen sehr wichtig, da er in vielen Wörtern gebraucht wird. Und ich will dir hier auch noch drei Vokabeln mit auf den Weg geben. Wir haben also hier erstmal das Beiwort Quai. Ich fange also an, gegen den Uhrzeigersinn, so wie wir es gerade gelernt haben, schreibe ich das K. Dann brauche ich ein W, das mache ich mit Bowen. So wird das W im Teil geschrieben. Dann brauche ich das lange A, ein Vokal. Ja? Jetzt haben wir schon mal Qua geschrieben. Und was noch fehlt, ist Yoyak für das Y. Lautschrift spare ich mir, weil sie ja hier schon geschrieben steht für das Beiwort. Ich schreibe dir aber noch die Übersetzung mit dazu. Das ist der Wasserbüffel. Sehr wichtig, gerade wenn Thais auf dem Land leben. Quai, das Wort für Wasserbüffel. Dann schauen wir uns noch zwei weitere Vokabeln an, die man ganz gut im Alltag oder generell im täglichen Leben gebrauchen kann. Dann haben wir zum Beispiel auch Körperteile. Ja? Also auch hier wieder gegen den Uhrzeigersinn nach unten und den Bogen. Dann zeichne ich den Vokal O. Ja, ist ein langer Vokal. Deswegen wird das O auch doppelt geschrieben. Hier geht es mit der Lautschrift. Mittlerer Ton. Kor. Ja. Kor. Aufpassen, wenn du jetzt den steigenden Ton nimmst, Kor, heißt es bitte. Sagst du Kor, dann sprichst du von dem Hals oder dem Nacken. Ja, die richtige Bedeutung ergibt sich dann aus dem Kontext heraus. Pommi, Chep, Kor. Ja, ich habe Halsschmerzen. Hals oder Nacken kannst du so schreiben. Kor, ja, Jeb Kor, Halsschmerzen oder
Nackenschmerzen. Ist ganz gut zu wissen, wenn man wirklich mal Probleme hat und beim Arzt ist zum Beispiel. Dann schauen wir uns noch eine andere Vokabel an, die man jetzt nicht unbedingt täglich braucht, aber die es doch ganz gut ist zu wissen. Auch hier wieder. Und jetzt kann ich da auch ein gutes Beispiel zeigen, warum es so wichtig ist, das hier gegen den Uhrzeigersinn zu schreiben. Also erstmal ganz normal schreiben wir das K gegen den Uhrzeigersinn, Linie und ja, dann ist der Buchstabe sozusagen fertig. Dann haben wir ein kurzes I, ja, und das I steht über dem Konsonanten. Stelle ich so dar, okay? Und jetzt, aufgepasst, ich schreibe es einfach mal für dich, du wirst den Unterschied sehen. Okay, das ist fast der gleiche Buchstabe, aber ich habe eben hier jetzt auf der rechten und nicht auf der linken Seite angefangen und habe mit dem Uhrzeiger, ja, gezeichnet. Aber dann im Endeffekt genau das gleiche, also diesen Bogen und dann auf einer Höhe gemeinsam abschließen. Hier verändert sich jetzt auch der Ton, weil das hier, das ist DO-DEC, eine tote Endung und damit verbunden mit den Tonregeln, die man auch bei www.thailand.net lernt, ergibt sich daraus der hohe Ton. Okay? Und den stellen wir so da mit der ansteigenden Linie. Und dieses Wort hier bedeutet Kit. Ja, jetzt hier die Doppelschreibung vom D, so wie beim deutschen Wort wenn. Das sagt uns also, okay, das E muss kurz ausgesprochen werden. Kit. Kit und Kit heißt denken, ja? Pomkit mag, ich denke viel. Das ist auch sehr wichtig, wenn man eine Freundin hat oder einen Freund oder Lebenspartner, Ehemann, wie auch immer, dann kann man sagen Pomkitten kun, ja, ich vermisse dich. Oder Pomkitten kun mag, ich vermisse dich sehr. Ich fasse nochmal das Wichtigste für dich zusammen. Wir haben also hier ein weiteres K, ja, Kor-Kwai. Der Buchstabe ist Kor im mittleren Ton ausgesprochen. Das Beiwort oder das Begleitwort ist Kwai und Kwai ist die Vokabel für der Wasserbüffel. Deswegen siehst du häufig diesen Buchstaben in Verbindung mit einem Bild, wo man einen Wasserbüffel sieht. Eine weitere Vokabel mit diesem Buchstaben, dem K, ist das Wort Kor. Kor im mittleren Ton ausgesprochen. Für der Hals oder der Nacken. Und zu guter Letzt Kit im hohen Ton ausgesprochen, da es hier eine tote Endung gibt. Und das bedeutet denken oder kitten heißt dann vermissen. Ich hoffe, dass dir dieses Video hilft beim Teillernen und freue mich auch, wenn du beim nächsten Video mit dabei bist. Falls du noch mehr Teillernen willst, dann schau doch mal vorbei bei www.thailand.net. Dort kannst du schon ab 18,40 € im Monat thailändisch lernen.